Die Analysen haben gezeigt, dass wir gewässergängige, stabile Chemikalien, sogenannte Mikroverunreinigungen, detektiert haben, die in größeren Mengen in der Landwirtschaft, in Haushalten und in der Industrie eingesetzt werden. Zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, die mit dem Regen dann von den Feldern in die Gewässer gespült werden. Oder eben auch Arzneimittel, die wir zu uns nehmen, ausscheiden und mit dem gereinigten Abwasser dann in den Rhein eingetragen werden. Man sieht eben auch, dass die Konzentrationen im Alpenrhein etwa 20 Mal tiefer sind wie hier im Rhein bei Basel, einfach weil das Einzugsgebiet des Alpenrheins weniger intensiv genutzt ist. Was hängt Ihr Resultat für eine Bedeutung? Für den Menschen, zum Beispiel beim Baden, völlig unkritisch. Und auch für die Trinkwasseraufbereitung ist es so, dass die kleinen Mengen eigentlich unproblematisch sind. Aber wenn man gerade mal jetzt diesen Stoff Diclofenac, ein Schmerzmittel, hernimmt, 50 Millionstel Gramm pro Liter, sehr tief. Aber die enorme Wassermenge summiert das auf 0,6 Tonnen pro Jahr. Das entspricht etwa 12 Millionen Voltaren-Tabletten, die jedes Jahr Richtung Rotterdam transportiert wird in gelöster Form. Wenn man das jetzt aufrechnet für alle Substanzen, die wir hier detektieren, etwa 100, kommen wir auf 100 Tonnen pro Jahr. Das sind 4 LKW-Ladungen voll. Was kann man tun? Ausbau der Kläranlagen, Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, das wird die Menge nach unten bringen und die Konzentration. Ja, das Aufrüsten unserer Kläranlagen könnte den Rhein vor den neuen mikroskopischen Partikeln schützen. Doch das ist Zukunftsmusik. Bis heute kümmern sie sich nur um den groben Dreck. Mit Roberto Frey, dem technischen Leiter der Kläranlage ProReno Basel, steigen wir hinab in die Schattenwelt der Zivilisation. Und die stinkt infernalisch. Die Quelle ist schnell gefunden. Die wabernde Brühe dort unten enthält nahezu alles, was eine moderne Gesellschaft hinterlassen kann. Jetzt, so früh am Morgen, trifft am Zulauf das frische Tierblut aus dem nahegelegenen Schlachthof ein. Da können wir rund 80.000 Kubikmeter pro Tag an und im Schnitt etwa 1.000 Liter pro Sekunde aus der Hochfluss. Ein Cocktail aus mindestens 30.000 Zutaten aus Industrie, Landwirtschaft und Haushalten. Zum Teil hochgiftig. Niemand kennt alle chemischen Verbindungen genau. Die Hersteller müssen sie nicht deklarieren. Aber die Kläranlage muss das Wasser reinigen, so gut es nur geht. Insgesamt 4 gigantische Schnecken schrauben pro Sekunde bis zu 10.000 Liter Abwasser hinauf zur ersten Reinigungsstufe. Rund 10 Meter weiter oben halten Rechen zuerst die groben Bestandteile des Abwassers zurück. WC-Papier, Hygieneartikel, Präservative, Laub, tote Tiere und was sonst noch alles im Abwasser landen kann. Dann der Sandfang. Steinchen, Sand und Glasscherben setzen sich ab. Was aus dem Klärschlamm nicht weiterverwertet werden kann, geht in die Verbrennung. Und schließlich geht das Abwasser von hier aus in die Biologie. In bestens belüfteter und aufgewärmter Umgebung machen sich Bakterien über die Feinstoffe her. Sie zerlegen organische Verbindungen zu Wasser, CO2, Nitrat, Phosphor und Sulfat. Die Reinigung ist effektiv. Hier am Nachklärbecken stinkt es längst nicht mehr zum Himmel. Man hat den Eindruck, an einem etwas moderigen Teich zu stehen. Das geklärte Wasser wird bisher so in den Rhein geleitet. Doch zunehmend ist dieses Wasser eben immer noch mit Mikroverunreinigungen belastet. Denn heutige Kläranlagen können die Kleinstpartikel nicht herausfiltern. Das soll sich jetzt ändern. Der Bund hat den Gewässerschutz verschärft. Künftig soll eine zusätzliche 4. Reinigungsstufe mindestens 80% dieser Mikroverunreinigungen aus dem Wasser entfernen. Das ist auch bitter nötig, denn ein Blick auf die Karte zeigt, es gibt in der Schweiz viele Kläranlagen, die bereits heute die Grenzwerte für Mikroverunreinigungen einfach, zweifach oder sogar dreifach überschreiten. Von den rund 700 Schweizer Kläranlagen sollen im ersten Schritt in den nächsten Jahren 100 mit der neuen Reinigungsstufe ausgerüstet werden. Allein das kostet bereits über 1 Milliarde Franken. Eine wirklich nachhaltige Lösung des Problems kann es deshalb nur geben, wenn die Industrie problematische Stoffe vermeidet, Verbraucher noch umweltbewusster konsumieren und die Klärung noch weiter erforscht und verbessert wird. Auch wenn das Geld bisher nur für vorläufig 100 Kläranlagen reicht, mit dem Beschluss für die 4. Reinigungsstufe leistet die Schweiz wertvolle Pionierarbeit, von der in Zukunft die Abwasserreinigung weltweit profitieren wird.